Sir Ken Kalon. Ich liebe diesen Song. Ich habe den von den Quest bekommen. Ja, ich werde euch gleich sagen, was in den Quest war. Aber erstmal guckt euch diesen Item Shop an. Wow. Guck, man sieht es ja. Diesen Tanz. Plus diesen, ich denke, das hier kostet 500 V-Bucks. Und das hier auch 500. Wow. Diesen Bundle hat insgesamt 4500. Geht mal meinen TikTok-Account gucken. Capmotion_30King. Ihr werdet da sehen, ich habe ein Video gemacht, wo ich diese Karte, V-Bucks-Karte, keine PSN-Karte, eine V-Bucks-Karte. Nicht PSN-Karte, V-Bucks-Karte geholt habe und es dann noch geholt habe und V-Bucks gemacht und alles so. Ich hatte 5400. Manche Leute sagen, dass Travis Scott kommt und hey, vielleicht werde ich Travis Scott kaufen. Wer weiß. Och, erstmal, ich will sagen, dass diesen Skin hier sieht richtig krass aus. Ich gebe diesen Skin, weil, guckt euch mal die Details an, das Pickaxe, wenn man das, wenn man jetzt das Gleiter noch ranmacht. Okay, warte, ich zeige euch. Wenn man damit sprintet, das Pickaxe geht einfach durch das Backbling und so, ne? Und das ist nicht cool, also ich würde so 9,5 von 10 geben. Ich meine, ich mag, wie die Augen aussehen, aber guck, wie er aussieht. Im Gegensatz zum Miles, Digga. Ich meine, guckt euch das mal an. Warte. Guck mal es an. Bop. Und ich guck hier mal an. Bop. Giga-Digga. Aber ja, diesen Loading-Screen sieht ultra mega geil aus. Kein Spaß, ich meine, guck ihn mal an. Ich gebe den hier 10 von 10, weil ich meine, guck erstmal die Details an, den Hintergrund und so, wie das aussieht, die Charaktere und Mega City, weil Mega City sieht ja auch ähnlich wie die Stadt, das Miles drin war, in Spider-Man Into the Spider-Verse, wo er gesprungen ist. Sieht richtig gleich aus. Und Miles und Miguel, also Spider-Man 2099, die Details an ihren Skin sieht. 10 von 10. Bob, was mein. Bob. Es sieht, also, ja, wie ich gesagt habe. Also, ich denke, ich würde diesen Skin 10 von 10 geben, aber das mit das Backblink. Nein. Also, den Skin mit dem Backblink. 9,5, aber der Skin alleine ist 10 von 10, aber ja, die Pickaxe ist auch nichts Neues, sieht auch geil aus, macht aber keine geile Effekten wie das hier, weil guck, warte, keine Ahnung, nein, man kann es nicht machen, aber das hier hat einen geilen Effekt, so cartoonisch, also so ein Cartoon-Effekt und so, und ein anderes Effekt, also Splash-Effekt, will ich euch dann gleich zeigen. Und ich denke, alles, was wir mehr lieben, als den ganzen Bundle, Miles, der Beste, der Allerechte. Ich muss euch erstmal sagen, diese Augen sehen richtig krass aus von der Maske. Das Logo von hinten und vorne und dann noch die Details am Rücken. Guckt diese Details euch an. Guckt euch das an. Guckt dann noch hier vorne so am Bauch von ihm, wo seine jetzt zu sagen Sixpack wäre. Da guckt mal diese rote Streifen, die an der Seite von ihm geht. Zu wild. Diesen Skin ist 100 von 10. Richtig gut. Wir kennen ja das schon. Das Backbling, das mag ich nicht. Also das sieht richtig geil aus. Ich mag Fortnite, wie die das Effekt gemacht haben, dass man kann einfach richtig reingucken. Aber nein, weil guck mal, wie breit das ist. Ich werde überhaupt nicht damit spielen. Aber guck mal, wie breit das ist. Nein, niemals im Leben. Niemals im Leben. Ich gebe das, keine Ahnung, so 5 von 10. Also nichts gegen Fortnite, aber dieses Backbling ist einfach zu breit. Wie könnte ich das vergessen? Diesen Style mit seinem Gesicht, ich meine, Fortnite macht es immer besser und besser. Die Gesichter von Skins und Charakters sieht einfach so geil aus von Fortnite und die machen es besser und besser, aber diesen
diesem Gesicht von Miles sieht man einfach besser. Das ist einfach das Beste. Fortnite hat das, das ist beste Skin, das Fortnite gemacht hat. Guckt euch mal diesen Gesicht an und die Details, Digga. Also mit alle, also guck zum Beispiel diesen Gesicht an und so und von die, also guck dir an, die machen einfach so ein gutes Job damit. Guckt euch das hier an. Scheiße, sieht einfach gut aus. Aber ich gehe jetzt in eine Runde und ich sehe euch gleich. Einfach so gut seit dem, was ich gesehen habe. Sehr gut. Ich will euch mal diesen neuen Ding, was ich bekommen habe, zeigen. Das ist von die Quests. Favoriten hier. Ich habe das hier bekommen von einer Challenge. Guck das mal nicht mit diesem Effekt. Ich habe das hier bekommen. Sieht richtig geil aus. Wow. Und ja. Ich meine, ach, wie schön es aber aussieht. Keine Lüge. Hier, wow. Och, also ich muss sagen, oh, meine Theorie war eigentlich, das war so korrekt. Ich sag's euch, das war richtig. Ich hatte recht, ich hatte einfach recht. Kennt ihr noch den Video, wo ich gesagt habe, dass nachdem wir Miles Morales bekommen, ne? Nachdem wir ihn bekommen, wenn man jetzt mit ihm, mit diesem Skin, diesem genauen Skin, das ich anhabe, zur Gwen Stacy geht, guckt, was passiert. Ich gehe jetzt chillig, ne? Chillig zu sie. Und du wirst jetzt sehen, was passiert. Du wirst gleich was Krasses sehen, das du nie in deinem Leben gesehen hast. Geh mal weg. Piss dich mal. Ich wollte ihn nicht töten. Guck! Guck, was sie sagt! Bob! Scheiße, einfach scheiße. Ich guck ihn mal an, diesen Fake Spider-Man, Digga. Guck ihn mal an, Digga. Ich bin der aller Echte. Ich bin wirklich schwarz. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr euch den Clip nochmal schaut, würdet ihr sehen, wo ich zu sie gegangen bin und hab Viereck gedrückt. Sie hat gesagt, ich sag's jetzt erstmal in Englisch, Dude, where have you been? Übersetzung in Deutsch, Junge, wo warst du? Wo bist du geblieben? Wo warst du? Also sie meint ja auch die ganze Zeit, wo warst du? Oh, meine Freundin, Baby. Lass mal mit dir reden. Ich weiß, ich habe meine Maske an, aber nach renn ich weg, Baby. Nachdem ich nun diesem Video fertig bin, gib mal deine Nummer, ja? Spaß. Okay. Ja. Das Skin sieht ultra geil aus. Einfach, das war einfach richtig gut. Fortnite hat ein gutes Job mit den Details an der. Es sieht genau aus, so genau aus wie von den Filmen. Hoffentlich werden sie auch einen Style machen, wo es ja Miles Morales ist mit seinen Jacke und Jeans von 2018. Aber ja, wenn ihr nochmal diesen Clip anschaut, guckt euch den Clip noch einmal an. Bitte, bitte guckt mal euch den Clip. Guckt den Clip mal euch an, bitte. Wenn ich jetzt zu Gwen gehe, also lass sagen vor 20, 30 Sekunden, wenn man das nochmal angucken geht, würdet ihr sehen, sie hat gesagt, Dude, where have you been? Wo bist du geblieben? Meine Theorie war, ich wusste es. Ich hab euch doch gesagt, Dialogen werden geändert, wenn man bestimmte Skins dafür nutzt. Was habe ich euch gesagt? Und wenn ich so sehe, sie wird in Englisch jetzt in Übersetzung, Junge, wo warst du? Ne? Würde sie doch sagen. Hab ich gesagt, also jetzt kann keiner mir sagen, dass, oh, deine Theorie war scheiße, nein, es ist nicht passiert, du hast gelogen, nein. Nein und so weiter. Was habe ich dir angetan? Ja, hol sie.
Nein, wird doch nicht wütend, Baby. Okay, schnell, 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 schnell. Nimm, 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 nimm. Was? Scheiße. Schuh. Wie gesagt, sie hat gesagt, Junge, wo warst du? Was ich ja gesagt habe, würde passieren. Ich weiß nicht, ob noch ein YouTuber oder so es gesagt hat, weil ich sag's ja euch, ich habe die Ideen nicht geklaut. Ich sogar nachdem ich das Video hochgeladen habe, ich so, Noah, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Solltest du es dir lieber löschen, bevor du komplett gerostet wirst? Nein. Ich war so knapp, es zu löschen. Ich wollte es eigentlich heute sogar löschen, weil ich habe mir einfach gedacht, nein, niemals. Niemals im Leben würde es jetzt so sein. Niemals. Einfach niemals. Und tada, paar Tage später oder eine Woche, es passiert. Bup! Es ist ein. Ich stotter. Also wirklich, es ist einfach passiert. Ich hatte recht. Geht mal diesen Video angucken, lass mal ein Like auf den Video und lass mal auch ein Like in diesen auf diesen Video. Ist es mir sogar egal, wenn ich jetzt nicht gewinne. Ich will einfach diesen Skin für euch zeigen, weil ich euch versprochen habe, dass ich meine Mutter überreden lassen würde, damit ich das spiele. Und ich bin nicht mit meiner Mutter shopping gegangen, ich bin alleine. Rewe geht, also man sieht es nicht nur in meinem Video, aber ja. Guck, richtig viele Leute haben diesen Spider-Man-Skin. Richtig viele Leute haben das. Bleibt ja Teilsache. Okay. Ich denke, der Bruder ist Depri, weil er hat den Skin nicht bekommen und da seine Mutter wollte es ihm einfach nicht kaufen. Ich gehe jetzt. Geht und schaut euch einfach diesen Video an und sagt mir, wirklich, ich hatte doch recht, ne? Ich habe fast alle Quests geschafft von dieser Woche. Ich meine, guckt euch das mal an. Was ich nun noch machen muss, ich muss, also wo ich jetzt so mit diesen Spinnen, also dieser mythischen Waffe so rummachen, muss ich einfach so machen, jemand treffen. Hoffentlich kann ich es schaffen. Hoffentlich, hoffentlich. Das andere Quest ist einmal, ich muss 10-mal rumschwingen. Also einfach so. 10-mal oder einfach für 10 Sekunden oder einfach mitten in der Luft einfach so machen. Eins, zwei oder 10 Sekunden oder einfach so. Eins, zwei und so, keine Ahnung. Und dann, ich denke, man würde das Spray bekommen. Ich bin mir nicht genau sicher. Und damit man die Musik bekommen kann, dass man im Lobby hört, die Musik, ich denke, man musste dann hier einfach die Spider-Man mythische Waffe oder Spinnnetz von Gwen kaufen. Und dann würde man einfach den Channel schon fertig haben. Richtig einfache Challenges für mich und ich versuche noch diesen einen zu machen. Ja, ich denke, ich bin sogar der Erste jetzt. Ich will jetzt nicht falsch sein, aber ich denke, ich bin der erste YouTuber. Vielleicht, dass es sogar hart, also diese Challenges gemacht habe, weil ich habe es direkt gemacht, direkt. Guck, ich saß so, ich denke, ja, man würde, ich habe ein Video, das ich noch später hochlade. Bob. Digga, ich hab keinen Bock auf dich, wenn du so. Ich muss dich einfach. Scheiße. Ja, was ein dummer Hund. Ich hoffe, deine ganze Familie wird an Corona, Covid-28 sterben. Hey, mein Zwillingsbruder, bitte mach du das mal. Nein, 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 nein. Aber
mach einfach kaputt. Mach einfach kaputt. Wolle, mach einfach kaputt. Oh. War das spannend. Aber ja, heute ist einfach den Tag. Heute haben wir einfach den Skin bekommen. Seit einem Jahr, wenn nicht zwei Jahren oder ein paar Monaten her, haben wir nach Miles Morales gefragt. Und endlich haben wir es. Endlich mal haben wir es bekommen. No joke, straight up. No caps, let's go. Ich hoffe, ich bin auch der erste YouTuber, also der kein Creator für Fortnite ist, aber einfach ein normaler YouTuber ist, der diesen Video hochlädt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, damit ich das editiere. Aber zwei Videos werden hochkommen. Und ja, erstmal, das ist so unhöflich von mir, ich droppe mal, aber guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wow! Genauso von den Filmen. Guck. Also, was ich damit meine, ist diesen kleinen roten Ding, nicht diesen Handschuh, sondern den kleinen roten Ding. Ist von der Film, ersten Film, was man sehen kann. Ich will mal was sehen, weil kreativ konnte man nur mit einem Hang rumschwingen. Ist es wahr? LOL. Yo. Man kann nur mit einer Hand. Bob. Weil es kommt nur aus einer Hand. Jo, die hatten recht. Die hatten sogar recht. Aber. Jo, 69. Wenn ich diese Runde enden kann mit diesem Ding hier. Digga. Aber ja, ich hab wirklich mein Bestes. Also diese Challenges waren eigentlich richtig einfach. Easy, Bruder. Easy. Ich bin komplett ehrlich, obwohl ich nicht mal ein Kill habe. Trotzdem, es ist mir egal. Keine Ahnung, vielleicht ist, aber guck. Er macht doch so einen Move, ne? Habt ihr es gerade gesehen, wo er sich umgedreht hat, so eine Kamera zu gucken und hat diesen Move gerade gemacht? Ich sag's euch. Diesen Move haben wir in Kapitel 3 Season 1 gesehen. Wo er mit ich denke, das war irgendwo, wo der klassische Spider-Man da war. Das war so nah am Ende. Kapitel 3, Seasons 1, also so nah am Ende, denke ich. Es tut mir leid. Ich hab's nicht geschafft. Aber es ist mir egal, dass ich verloren habe. Ich wollte euch nur ein Skin zeigen. Aber ich hab den. So. Silkan Kalaun. Ich wollte euch erstmal diesen Style zeigen. Ja, wie ich gesagt habe. Guck mal, diese Haare, dann sieht so ähnlich wie meins aus dem echten Leben. Ja, Leute, es wird zwei Videos heute hochgeladen werden. Erstens ist es, wo den Itemshop reinkommt und ich es dann kaufe. Nächstes Video, ich meine nicht nächstes Video, sondern auch noch, wo ich ein Gameplay mache und so weiter. Und das zweite Video ist das hier. Ich hoffe, ihr habt es gefreut. Lasst ein Like da und ein Abo da. Lasst einen guten, positiven Kommentar. Aktiviert die Glocken. Und ja, schreibt mal auch, ob ihr diesen Bundle kauft. Oder ob ihr es schon kauft.